PlayStation, Xbox und Sega sind einige der größten Videospielunternehmen. Abgesehen von der fortschrittlichen Grafik und dem ultrarealistischen Gameplay, in dem wir uns heute alle verlieren, begann die Videospielindustrie bescheiden, mit nur einem Namen, der die gesamte Branche weltweit über 100 Jahre lang beherrschte. Nintendo wurde zur ultimativen Mutter der modernen Spieleindustrie und ist immer noch im Geschäft. Vom Verkauf handgemalter Karten über spielbares Spielzeug bis hin zur ersten Handheld-Konsole mit Bildschirm. Nintendo hat alles gemacht und alles gewonnen. In diesem Video lernst du knallharte Lektionen über Geschäft, Gewinn und Überleben. Sieh zu, wie das Unternehmen Erfolg hat, scheitert und dann wieder Erfolg hat. Damals, im 19. Jahrhundert, hatte die Welt weder genaue Worte noch die Mittel, um Videospiele oder irgendein Spiel zu definieren. In Japan, der Wiege der Videospiele, gab es ein spezielles Kartenspielsystem namens Hanafuda mit Papierkarten, die besondere Formen und Zahlen enthielten und oft nach von den Spielern festgelegten Regeln gespielt wurden. Im Jahr 1889 eröffnete ein Handwerker namens Fusajiro Yamauchi in Kyoto, Japan, einen kleinen Laden, um Spielkarten herzustellen und zu verkaufen. Die Karten wurden schnell populär und Nintendo Koppai, wie das Unternehmen damals hieß, begann zu expandieren. Dieser Erfolg blieb jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die japanische Regierung erließ strenge Glücksspielgesetze, die den Markt für Spielkarten stark einschränkten. Um zu überleben, musste Nintendo innovativ sein, neue Kartenspiele entwickeln und sein Angebot diversifizieren. Eine faszinierende Tatsache ist, dass Hanafuda-Karten in Japan so beliebt wurden, dass sogar Mitglieder der Yakuza, der japanischen Mafia, sie zum Spielen verwendeten. Das Interesse der Yakuza an diesen Karten verschaffte Nintendo einen stetigen Einkommensstrom, wenn auch aus einer eher zweifelhaften Quelle. Diese frühe Verbindung mit der Yakuza sollte später auf Nintendo zurückfallen, als das Unternehmen versuchte, eine familienfreundliche Marke zu werden. 1956 übernahm Fusajiros Enkel Hiroshi Yamauchi das Ruder. Als junge und ehrgeizige Führungspersönlichkeit sah Hiroshi mehr als nur das Potenzial von Spielkarten. Seine Vision führte Nintendo zu kühnen und manchmal verzweifelten Unternehmungen. Von Instant-Reis bis hin zu einem Taxi-Service. Nintendo versuchte alles. Diese Unternehmungen waren jedoch weitgehend erfolglos und brachten das Unternehmen an den Rand des finanziellen Ruins. 1959 kam der Wendepunkt, als Hiroshi einen Vertrag mit Disney aushandelte, um deren Figuren auf Nintendos Spielkarten zu verwenden. Diese Partnerschaft war ein großer Erfolg und steigerte Nintendos Umsatz und Bekanntheitsgrad. Aber wie schaffte es ein kleines japanisches Unternehmen, einen Vertrag mit einem Giganten wie Disney zu schließen? Es waren Hiroshis unermüdlicher Ehrgeiz und sein Talent, Chancen zu ergreifen, die das Blatt zu Nintendos Gunsten wendeten. Gerade als es so aussah, als würde Nintendo eine Kartenspielfirma bleiben, änderte sich das Schicksal des Unternehmens mit dem Einstieg in elektronische Spiele für immer und bereitete den Weg für den ersten großen Durchbruch in der Spielewelt. Die späten 1970er und frühen 1980er Jahre markierten einen Wendepunkt für Nintendo. Inspiriert von der aufblühenden Arcade-Industrie in den Vereinigten Staaten, sah Hiroshi Yamauchi die Chance, in einen neuen Markt einzutreten. 1977 brachte Nintendo seine erste Videospielkonsole, das Color TV Game, auf den Markt. Aber es war die Einführung von Arcade-Spielen, die die Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellten. Eines der ersten Arcade-Spiele, Radar Scope, konnte sich in den Vereinigten Staaten nicht durchsetzen und brachte Nintendos amerikanische Tochtergesellschaft fast in den Bankrott. In einem letzten verzweifelten Versuch, das Unternehmen zu retten, beauftragte Hiroshi Yamauchi den jungen Spieldesigner Shigeru Miyamoto mit der Entwicklung eines neuen Spiels. Das Ergebnis war Donkey Kong im Jahr 1981, das die Welt mit den Figuren Mario und Donkey Kong bekannt machte. Donkey Kong war ein Riesenerfolg und wurde zu einem der meistverkauften Arcade-Spiele seiner Zeit. Dieser Erfolg kam allerdings nicht ohne Streit. Die Universal City Studios reichten Klage gegen Nintendo ein und behaupteten, Donkey Kong verletze ihr Markenzeichen King Kong.
Überraschenderweise gewann Nintendo den Fall und schuf damit einen Präzedenzfall für die Rechte am geistigen Eigentum von Videospielen. Dieser Sieg festigte nicht nur Nintendos Stellung in der Branche, sondern ebnete auch den Weg für zukünftige Innovationen. Die Figur Mario, die ursprünglich Jumpman hieß, wurde nach Mario Segale benannt, dem Vermieter des Lagerhauses, das Nintendo in Amerika gemietet hatte. Segale hatte Minoru Arakawa, den Präsidenten von Nintendo of America, wegen überfälliger Miete zur Rede gestellt, was den Anstoß für die Namensänderung gab. Mit dem Erfolg von Donkey Kong nahm Nintendo den Heimspielmarkt ins Visier und schuf eines der kultigsten Spielsysteme der Geschichte. Nach dem Erfolg der Arcade-Spiele nahm Nintendo den Heimspielmarkt ins Visier. Im Jahr 1983 brachte das Unternehmen in Japan den Family Computer auf den Markt, der 1985 in Nordamerika als Nintendo Entertainment System auf den Markt kam. Das NES war ein sofortiger Erfolg und belebte die Videospielindustrie nach dem Crash von 1983 wieder. Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des NES war sein innovativer Lockout-Chip, der verhinderte, dass nicht lizenzierte Spiele auf der Konsole gespielt werden konnten. Dies sorgte für einen stetigen Strom hochwertiger Spiele und gab Nintendo eine große Kontrolle über den Markt. Titel wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda und Metroid wurden zu kulturellen Phänomenen, die die Spieleindustrie beherrschten. Doch der Weg zum Erfolg verlief nicht ohne Hindernisse. Die erste Version des Famicom wurde von Hardware-Problemen geplagt, die zu einer kostspieligen Rückrufaktion führten. Außerdem zogen Nintendos strenge Lizenzierungspraktiken Kritik und rechtliche Anfechtungen von Drittentwicklern nach sich. Trotz dieser Rückschläge zahlte sich Nintendos Engagement für Qualität und Innovation aus und führte zu einer treuen Fangemeinde und einer starken Marktpräsenz. Eine weitere faszinierende Entwicklung ist die Entstehung von Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto entwarf das Spiel mit begrenzten Ressourcen und Technologien. Dennoch wurde es zu einem der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Miyamotos fantasievoller Aufbau der Welt und seine innovative Spielmechanik setzten neue Maßstäbe für die Branche und schufen eine ikonische Figur, die zum Gesicht von Nintendo werden sollte. Doch schon bald tauchte eine bedeutende Konkurrenz auf, die Nintendos Vorherrschaft herausforderte. Und so begannen die Konsolenkriege. In den 1990er Jahren begann die Ära der Konsolenkriege, in der Nintendo mit der Genesis-Konsole von Sega konfrontiert war. Diese Zeit war geprägt von aggressiven Marketingkampagnen und einem unerbittlichen Drang nach technologischem Fortschritt. Nintendo reagierte darauf 1991 mit dem Super Nintendo Entertainment System, das über verbesserte Grafik und Soundfunktionen verfügte. Einer der prägenden Momente dieser Ära war die Zusammenarbeit mit Sony zur Entwicklung eines CD-ROM-basierten Add-ons für das SNES. Diese Partnerschaft scheiterte jedoch und Sony entwickelte daraufhin seine eigene Konsole, die PlayStation. Diese Entscheidung sollte sich für Nintendo rächen, denn die PlayStation wurde zu einer der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Trotz dieses Rückschlags setzte Nintendo seine Innovationen fort und brachte kultige Spiele wie Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past und Donkey Kong Country heraus. Diese Titel stellten nicht nur die Fähigkeiten des SNES unter Beweis, sondern unterstrichen auch Nintendos Engagement für Gameplay und Storytelling. Eine wenig bekannte Tatsache aus dieser Zeit ist die Entwicklung des Super FX-Chips, mit dem das SNES 3D-Grafiken darstellen konnte. Dieser Chip wurde in Spielen wie Star Fox eingesetzt, die den Spielern einen Blick in die Zukunft der Spiele ermöglichten. Da sich die Branche weiterentwickelte und neue Konkurrenten auftauchten, musste sich Nintendo wieder neu erfinden. Ihr nächster mutiger Schritt würde das Spielen neu definieren und die Herzen einer neuen Generation erobern. Als die 2000er Jahre näher rückten, befand sich Nintendo an einem Scheideweg. Der Misserfolg des Virtual Boy, eines 3D-Spielgerätes, war ein teurer Fehler gewesen. Und das Nintendo 64 war zwar erfolgreich, stand aber im Schatten der PlayStation. Doch Nintendos nächster Schritt sollte die Spieleindustrie erneut revolutionieren. Im Jahr 2001
brachte Nintendo den GameCube auf den Markt, der sich trotz seines innovativen Designs und seiner umfangreichen Spielesammlung nicht gegen die PlayStation 2 und die Xbox durchsetzen konnte. Nintendo erkannte, dass es einen anderen Ansatz brauchte und konzentrierte sich darauf, einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen. Dieser Wandel gipfelte in der Veröffentlichung des Nintendo DS im Jahr 2004 und der Wii im Jahr 2006. Die Wii mit ihren bewegungsgesteuerten Controllern sprach ein breites Publikum an, auch diejenigen, die noch nie Videospiele gespielt hatten. Mit über 100 Millionen verkauften Einheiten weltweit war sie ein Riesenerfolg. Titel wie Wii Sports und The Legend of Zelda Twilight Princess wurden bekannt und Nintendo bewies einmal mehr, dass sie in der Lage sind, innovativ zu sein und die Fantasie der Spielerinnen und Spieler zu erobern. Eine interessante Geschichte aus dieser Zeit ist die Entwicklung von Wii Sports. Das Spiel wurde entwickelt, um die Möglichkeiten der Wii-Bewegungssteuerung zu demonstrieren und wurde der Konsole beigelegt. Wii Sports wurde zu einem kulturellen Phänomen, das sogar von Nicht-Gamern begeistert aufgenommen wurde. Es war nicht ungewöhnlich, dass Pflegeheime und Rehabilitationszentren Wii Sports für die Physiotherapie einsetzten. Ein weiteres faszinierendes Detail ist die Entwicklung des Nintendo DS. Das Handheld mit den zwei Bildschirmen war ein Wagnis, denn viele Branchenexperten waren skeptisch, was sein Potenzial anging. Dennoch übertraf es die Erwartungen und wurde zu einer der meistverkauften Handheld-Konsolen aller Zeiten, auch dank innovativer Spiele wie Nintendogs und Brain Age, die ein breiteres Publikum als die traditionellen Gamer ansprachen. In der modernen Ära sah sich Nintendo mit neuen Herausforderungen und Chancen konfrontiert. Was würde das Unternehmen als nächstes tun, um seine Position als führendes Unternehmen in der Spielewelt zu behaupten? Nintendos Reise in die moderne Ära war voller Triumphe und Herausforderungen. Die Wii U, die 2012 auf den Markt kam, hatte es schwer, Fuß zu fassen, was viele dazu veranlasste, Nintendos Zukunft auf dem Konsolenmarkt in Frage zu stellen. Nintendo reagierte jedoch mit der Einführung der Nintendo Switch im Jahr 2017, einer Hybridkonsole, die sowohl zu Hause als auch unterwegs genutzt werden kann. Die Switch war ein durchschlagender Erfolg. Titel wie The Legend of Zelda Breath of the Wild und Animal Crossing New Horizons brachen Verkaufsrekorde und gewannen zahlreiche Preise. Eine faszinierende Tatsache über die Switch ist ihr Entwicklungsprozess. Ursprünglich wurde die Konsole unter dem Codenamen NX entwickelt, um die Lücke zwischen Handheld und Heimkonsole zu schließen. Dieser innovative Ansatz hat sich ausgezahlt, denn die Switch wurde schnell zu einer der am schnellsten verkauften Konsolen der Geschichte. Ein weiteres spannendes Detail ist Nintendos Vorstoß in den Bereich der mobilen Spiele. Nintendo erkannte die wachsende Beliebtheit von Smartphones und veröffentlichte mehrere mobile Spiele, darunter Super Mario Run und Pokémon Go. Mit Blick auf die Zukunft erforscht Nintendo auch weiterhin neue Technologien und Spielerfahrungen. Der jüngste Vorstoß des Unternehmens in die Augmented Reality mit Mario Kart Live Home Circuit und die laufende Entwicklung des Themenparks Super Nintendo World zeigen, dass das Unternehmen die Grenzen der Unterhaltung immer weiter verschieben will. Welches Vermächtnis wird Nintendo hinterlassen, wenn es sich auf neue Technologien einlässt und sich auf die Zukunft vorbereitet? Und wie wird es die Spielewelt weiterhin prägen? Nintendos Erbe ist geprägt von Innovationen, Unverwüstlichkeit und dem unermüdlichen Streben nach Spielspaß. Von seinen bescheidenen Anfängen als Spielkartenhersteller bis hin zu seiner Position als weltweiter Marktführer in der Spieleindustrie hat Nintendo die Grenzen des Möglichen in der Unterhaltungsbranche immer wieder verschoben. Ein wichtiger Aspekt des Erfolgs von Nintendo ist die Fähigkeit, zeitlose Charaktere und Marken zu schaffen. Mario, Link, Donkey Kong und viele andere sind zu kulturellen Ikonen geworden, die über Generationen von Spielern geliebt werden. Diese Figuren und ihre Geschichten sind über das Medium Videospiel hinaus in Filmen, Fernsehsendungen und sogar in Themenparks zu sehen. Eine faszinierende Legende handelt von der Erschaffung der Figur Kirby. Ursprünglich als Platzhalter gedacht, überzeugte Kirbys einfaches und charmantes Design die Entwickler schnell und führte zu seinem Debüt in Kirby's Dream Land. Heute ist Kirby eine der bekanntesten und beständigsten Figuren von Nintendo.
Mit Blick auf die Zukunft setzt Nintendo weiterhin auf Innovation und die Erforschung neuer Möglichkeiten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einzigartige und fesselnde Erlebnisse zu schaffen und bleibt damit an der Spitze der Spieleindustrie. Mit dem Aufkommen von Virtual Reality, Augmented Reality und anderen neuen Technologien verspricht Nintendos Zukunft genauso spannend und unvorhersehbar zu werden wie die Vergangenheit. Nintendo hat eine reiche Geschichte, was die Einbindung neuer Technologien in seine Spiele angeht. Die Experimente des Unternehmens mit der 3D-Technologie reichen bis in die 1980er Jahre zurück, als es das Famicom 3D-System herausbrachte, eine 3D-Brille für das Famicom. Obwohl es kein kommerzieller Erfolg war, ebnete es den Weg für zukünftige Innovationen, wie den Nintendo 3DS. Doch die Neuerfindung geht weiter. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf das Video auf der linken Seite, um zu sehen, wie ein armer, ungebildeter Junge Hyundai eines der berühmtesten Automobilunternehmen der Welt aufgebaut hat. Klicke auch auf das Video rechts, um zu sehen, wie McDonald's die Idee des Fastfoods erfand, die heute von vielen milliardenschweren Restaurants auf der ganzen Welt kopiert wird.